الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عباد نهت بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى أين أين شفت بل شاء الله سبحانه وتعالى هست وندفوها محمد صلى الله عليه وسلم جيفانت بس إس أين تادن سداتة أين شفت بل شفية مسلمة بكمف المسلم beseitigen müssen, unsere Seelen davon befreien. Wir müssen sie vernichten, aus unserem Inneren. Warum? Der Grund dafür ist, wenn diese Eigenschaft in unseren Herzen gelangt, es wird unser Herzen vernichten. Es wird sie verderben. Es wird das Licht unserer Herzen auslöschen. Wir müssen jederzeit versuchen, diese Eigenschaft zu beseitigen. Mit aller Mühe, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten und uns dafür anstrengen, ansetzen, einsetzen, insha'Allah, um diese Eigenschaft aus unserem Herzen zu beseitigen. Diese Eigenschaft ist Al-Hasad, Neid. Neid, liebe Geschwister, ist nicht eine kleine Sünde. Es ist nicht irgendeine Sünde, die man verachten darf. Sondern das ist min al-muhlikat. Es gehört zu den vernichtenden Sünden im Islam. Was ist Neid? Neid ist, a'udhu billah, oder ein Neider ist der Mensch, der sich, a'udhu billah, sehr eingeengt fühlt, wenn er sieht, dass Allah subhanahu wa ta'ala andere etwas gegeben hat, was er sich wünscht, aber nicht von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und die Gelehrten sagen auch, das ist jemand, der sich nicht wohl fühlt, wenn er sieht, dass Allah andere gibt und ihn nicht. Und er, a'udhu billah, hofft und wünscht immer wieder, wenn er sieht, dass Allah jemand was gegeben hat, dass diese Person diese Gabe verliert, dass das, was Allah ihm gegeben hat, von ihm verschwindet. Erst dann fühlt sich dieser Neider wohl, wal'iyadu billah. Das ist eine abscheuliche Eigenschaft, eine widerwärtige Eigenschaft. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Neider, diese Person, ein krankes Herz hat. Noch schlimmer ist, dass dieser Neider, wal'iyadu billah, dass dieser Neid, so weit dazu bringt, dass der Neider wal'iyadu billah selber aktiv wird, damit dieser Diener diese Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala verliert. Diese Eigenschaft ist so schlimm, liebe Geschwister, dass Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt haben. Viele von uns lesen tagtäglich die Sura Al-Falaq, wo drin steht, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Allah hat uns befohlen, subhanahu wa ta'ala, seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam Zuflucht zu nehmen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Vor den Neidern, wenn sie uns beneiden, wal'iyadu billah. Dieser Neid, liebe Geschwister, ist einer der Wege des Shaitan. Das ist ein Weg für den Shaitan, wie er ins Herzen gelangt. Was hat Iblis Adu Allah verbannt? Sein Neid gegenüber Adam alayhi salam. Er beneidete Adam alayhi salam, weil Allah Adam alayhi salam geehrt hat. Und es ist bekannt, dass er gesagt hat, Iblis, ich werfe mich nicht nieder vor Adam, denn du hast mich aus Feuer erschaffen und ihm hast du aus Lehm erschaffen. Also ich bin besser als Adam. Und es ist bekannt im Koran, dass Iblis A'udhu Billahi Minh zu Adam und Hawa, unsere Eltern, unsere Vorvätern gegangen ist und hat denen geschworen bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er das Gute für sie will. Er will nur, dass sie einen ewigen Reichtum bekommen und ewig leben werden, nie mehr sterben. Er hat ihnen die Ewigkeit versprochen. Er hat bei Allah geschworen, subhanahu wa ta'ala, er hat gelogen.
Warum? Aus Neid, um Adam alayhi salam und Hawa aus dem Paradies zu bringen. Und das hat er geschafft, wal'iyadu billah. Neid. Man muss diese Neid verstehen, warum das so schlimm ist. Eins muss uns allen klar sein, und den Neidern genauso klar sein, wal'iyadu billah, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die gesamte Menschheit und Geschöpfe versorgt. Alle werden mit seinem Befehl versorgt. Und er subhanahu wa ta'ala entscheidet, wer reich leben darf und wer arm sein muss. Er subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der den Rizq aufgeteilt hat. Nicht der Diener selbst hat sich das ausgesucht, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn damit versorgt. Das heißt, derjenige, der einen Diener beneidet, damit will er sagen, er ist zufrieden mit Allahs Bestimmung subhanahu wa ta'ala. Er ist unzufrieden mit Allahs Bestimmung und mit der Aufteilung Allahs subhanahu azza wa jalla. Wie ob er damit sagen will, Allah sei ungerecht in seiner Aufteilung von Rizq, wal'iyadu billah. Deswegen sagen die Ulama, dass derjenige, der Neider ist, befindet sich in Gefahr bei Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Denn wer gibt Rizq? Wer versorgt die Menschheit? Wenn Allah einem anderen Diener etwas gegeben hat, das, was er dir nicht gegeben hat, das ist von Allah. Und damit musst du dich zufrieden geben. Derjenige, der andere beneidet, er beschuldigt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sei ungerecht, wal'iyadu billah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-afu wal'afiyah. Dieser Neider, wal'iyadu billah, interessiert nur eins. Seine Sorge ist nur eins. Wie die Gabe anderer Menschen verloren geht. Er selber ist unzufrieden mit dem, was Allah ihm gegeben hat. Und er ist sogar unzufrieden, weil Allah andere gegeben hat. Subhanallah al-Azim. Neid zerfrisst die Hasanat, die guten Taten, wie Feuer, wal'iyadu billah, Holz zerfrisst. Niemals vereinen sich, im Herzen eines Mu'min oder im Inneren eines Mu'min der Iman und Neid. Dies bedeutet, dass ein wahrer Mu'min hat keinen Neid in seinem Herzen. Und dieser Neid, liebe Geschwister, ist der Beweis dafür, dass der Neider, wal'iyadu billah, Gräuel und Hass hat in seinem Herzen. Neid ist eine Frucht des Gräuels und des Hasses, was man im Herzen hat, wal'iyadu billah. Wenn man jemanden hasst und Gräuel hat gegenüber diesen Menschen, dann wünscht man, wal'iyadu billah, dass dieser Mensch schlecht geht und dass das, was er besitzt, von seiner Hand verloren geht, wal'iyadu billah. Und Neid führt dazu, subhanallah, dass sogar der Neider anfängt, in Abwesenheit dieses Menschen, a'udhu billah, zu lästern und üble Nachrede zu betreiben über diese Person. Und er ist so weit, er ist sogar bereit, Verleumdung zu verüben, wal'iyadu billah. Und fängt an, a'udhu billah, schlecht zu reden über diese Person. Und zu lügen, wal'iyadu billah. Er fängt an, über seine Ehre zu lästern, über seine Familie und über seine Person, wal'iyadu billah. Obwohl das im Islam verboten ist. Wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, sinngemäß, eure Ehre, eure Blut, ja, und eure Gelder untereinander sind für euch verboten. Und der Grund für diese Neid, nas'al Allah al-afu wal-afiyah, Feindschaft und Hass unter den Menschen. Egal was für ein Grund das ist. Weil meistens der Neider, a'udhu billah, will immer besser sein als die anderen. Egal, er ist bereit, alles dafür zu tun, um besser zu sein. Er will höher sein. Er will in höherer Position sein. Er will angesehener sein, a'udhu billah, als der andere Diener Allahs. Wenn er jemanden sieht, der besser ist als ihn, er fühlt sich unwohl. Das ist schwer für ihn, schwer für sein Herz. Er kann es nicht ertragen, dass jemand besser ist.
أعوذ بالله. Diese Leute wollen immer, dass andere unter ihnen sind. Die wollen nicht, dass andere besser sind als sie. Diese Menschen wollen die Führung haben. Die wollen, أعوذ بالله, Befehlsinhaber werden. Die wollen respektiert werden. Die wollen gefürchtet werden. Aus dem Grund beneiden sie andere, die besser sind als sie, damit sie diese Position erlangen. Es gibt Menschen, subhanallah, die wollen gelobt werden. Obwohl Lob, wal-iyadu billah, den Diener zerstört, nas'allahu al-afwa wal-afiya. Weil Lob führt dazu, a'udhu billah, dass der Diener sich selber gefällt. Und Selbstgefälligkeit im Islam vernichtet die Tat. Vernichtet all deine guten Taten, wal-iyadu billah. Deshalb sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, eine gute Tat führt ins Höllenfeuer. Und eine Sünde bringt dich ins Paradies. Wie ist das hier zu verstehen? Eine gute Tat, sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, welche von Selbstgefälligkeit begleitet wird, führt dich ins Höllenfeuer und nicht ins Paradies. Aber eine Sünde, welche danach Reue folgt, bringt den Diener Allahs ins Paradies, bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Aber diese Menschen, wie gesagt, diese Leute, die andere beneiden, wollen selbst gelobt werden von den Menschen. Sie wollen in den Herzen der Menschheit eine Position erlangen. Subhanallah al-Azim. Das heißt, wenn sie reinkommen, egal wo sie reinkommen, es ist ihr Wunsch, subhanallah, respektiert zu werden, geehrt zu werden und die besten Plätze sie zur Verfügung zu stellen für sie und dass sogar andere für sie aufstehen. Das ist ein Grund dafür, warum Menschen gegenseitig sich beneiden. Und es auch der Grund für Neid ist, dass die Nafs, die Seele dieser Person, a'udhu billah, krank ist. Und sie hat die Liebe zum Schlechten. Das ist eine geizige Seele, wal-iyadu billah. Dann siehst du, subhanallah, oft, dass der Neider, wenn jemand anders in seiner Anwesenheit erwähnt wird, das heißt, wenn eine Gruppe von Menschen sitzen und die erwähnen eine Person und diese Person wird gelobt beispielsweise von diesen Menschen in seiner Abwesenheit, aber der Neider ist mittendrin, während er das hört, wie er gelobt wird, subhanallah al-azim, sein Herz zerfrisst sich innerlich. Sein Brust wird eingeengt. Sein Gesicht verändert sich, wal-iyadu billah. Und sogar dann, wal-iyadu, er erträgt es nicht mehr dazu sitzen und steht auf und geht. Oder, wal-iyadu billah, er beginnt sogar, a'udhu billah, Lügen in dieser Sitzung über diese Person zu verbreiten, aus Neid, wal-iyadu billah, damit der Name dieser Person in Dreck gezogen wird. La ilaha illallah. Und manche sind sogar so bereit, wal-iyadu billah, ihren eigenen Geschwister aus Neid in Gefahr zu bringen. Indem sie Lügen über sie verbreiten, überall. Subhanallah al-Azim. Und wenn sie dann hören, dass der Diener Allahs, der fromme Diener Allahs, der etwas von Allah bekommen hat, Probleme hat und Sorgen hat und dass es ihm nicht gut geht, den Neidern geht es gut, wal-iyadu billah. Was für eine kranke Eigenschaft ist das? Subhanallah al-Azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Was passiert dann, sobald der Neider hört, dass es einem schlecht geht, er geht raus und verbreitet diese Nachricht, wal-iyadu billah. Erst dann geht es ihm gut. Subhanallah, merkt er nicht, dass das eine kranke Eigenschaft ist? Merkt er nicht, dass das eine große Sünde ist, wal-iyadu billah? Erst geht es einem gut, wenn sein Bruder im Islam schlecht geht. Was ist das für eine Eigenschaft? Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, قال, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم keiner von euch ist wahrhaftig gläubig. Sein Iman, das heißt, ist nicht vollständig. Derjenige, der nicht das, was er sich selber wünscht, an Guten seinen Bruder wünscht im Islam. Du wünschst dir, dass es dir gut geht, dann da musst du es deinem Bruder wünschen im Islam. Du wünschst dir nicht Probleme zu haben, du darfst es auch deinem Bruder nicht wünschen im Islam. Du wünschst dir, inshallah, Frau und Kinder, das musst du deinem Bruder wünschen im Islam. Und das Höchste, was man füreinander wünscht, ist die Zufriedenheit Allahs, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Das ist ein wahrer Mu'min. Ein wahrer Mu'min beneidet seinen Geschwister nicht. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns bewahren, liebe Geschwister. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns fernhalten von dieser Eigenschaft. Und unser Herzen reinigen davon. Die Menschen beneiden sich in Dunya und Dien. Besonders im Dien, es ist eine Schande, dass ein Mu'min oder ein Muslim
Der Allah subhanahu wa ta'ala kennt und wirft sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. Seinen Bruder im Islam zu beneiden, wegen etwas, was Allah ihm gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Es gibt unter uns Brüder, die haben, mashallah, beim Koran-Rezitation sehr schöne Stimme. Allah hat ihnen diese Stimme gegeben. Er hat sie sich nicht ausgesucht. Andere siehst du dann, wenn sie sowas hören, wie diese Geschwister, mashallah, schön Koran rezitieren und damit die Herzen bewegen, dann merkst du, wie die anderen, a'udhu billah, innerlich sich zerfressen und beginnen, schlecht über diese Person zu reden. Es gibt unter uns Brüder, mashallah, die können gut reden, die können gut argumentieren, die können sehr gut vortragen. Allah hat ihnen diese Gabe gegeben, subhanahu wa ta'ala. Man darf sie dafür nicht beneiden, sondern man darf sich wünschen, so zu sein. Und das nennt man al-ribt im Islam. Wenn ich meinen Bruder sehe, der kann gut Koran rezitieren, ich wünsche mir von Allah subhanahu wa ta'ala auch so rezitieren zu können oder besser, das ist erlaubt im Islam. Aber ich wünsche nicht, dass mein Bruder seine Stimme verliert. Ich wünsche nicht, dass mein Bruder seinen Koran aus dem Kopf verliert. Und wenn ich jemanden sehe, der besseren Ilm hat als ich, jemand, der mehr Wissen hat, von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, ich darf ihn nicht beneiden. Zum Gegenteil, ich freue mich für ihn, weil er die Ummah zu Nutzen bringt. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aber ich wünsche mir, ich darf mir auch wünschen, so zu sein. Ich darf mir wünschen, besser zu sein. Aber ich wünsche nicht, dass mein Bruder seinen Ilm verliert. Weil das nicht islamisch ist, liebe Geschwister. Es hat mit dem Islam nichts zu tun. Und es gibt noch Neid in Dunya-Angelegenheiten. Man sieht einen Bruder beispielsweise, hat eine hübsche Frau, mashallah, eine Saliha, besonders man, eine tugendhafte Frau und plus Allah hat ihr auch gutes Aussehen gegeben. Ich beneide meinen Bruder nicht. Zum Gegenteil. Ich wünsche, dass mein Bruder noch glücklicher wird. Ich wünsche, dass mein Bruder inshallah ein besseres Leben führt als das, was er führt. Und ich wünsche meinem Bruder, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Frau noch hübscher in seinen Augen macht und sie noch frommer macht, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und dass Allah ihnen tugendhafte Kinder gibt. Das ist ein wahrer Mu'min. Ich beneide meinen Bruder dafür nicht. Aber wenn ich keine Frau habe, was mache ich? Ich wünsche auch, dass Allah mir gibt. Und ich wünsche mir, dass Allah mir auch so eine hübsche Frau gibt oder hübsche Kinder gibt. Und manche beneiden sich wegen Besitz. Einer hat mehr Geld als der andere. Dann beginnen sie sich, a'udhu billah, dafür zu beneiden. Obwohl wir wissen, dass Geld vergänglich ist. Dass die ganze Dunya vergänglich ist. Warum beneidest du deinen Bruder? Für das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Deshalb, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten in dieser Angelegenheit. Und traurigerweise hat sich der Neid unter der Ummah weit ausgebreitet. Bei Tullabul Ilm, Geschwister, die studieren den Islam, unter Gelehrte und unter Duat ila Allah, diejenigen, die aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt manche Ulama, Gelehrte oder Duat oder Tullabul Ilm, welche Allah subhanahu wa ta'ala mehr Akzeptanz gegeben hat, alles andere. Und dafür beneiden sich, a'udhu billah, gegenseitig. Jeder wünscht, dass der andere seine Akzeptanz verloren geht und dass er mehr hat als der andere, subhanallah. Wenn er nur sich wünscht, wie der andere zu sein, das wäre, alhamdulillah, lobenswert im Islam. Das ist al-ribd, wovon wir gesprochen haben. Aber nein, die anderen wünschen, dass der Gelehrte, a'udhu billah, kaputt geht und zerstört wird und sein Ruf geschädigt wird. Und manche sogar, a'udhu billah, suchen nach nicht vorhandenen Fehlern, um diesen Gelehrten oder Talib ilm oder Da'iya schlecht zu machen in der Gesellschaft, um seinen Ruf zu schädigen, damit sie besser aussehen als er, wal'iyadu billah. Das ist, wallahi al-azim, eine gewaltige Krankheit. Eigentlich ein reiner Muslim, ein reiner Da'iya und Alim oder Talibul Ilm, der ein reines Herz hat und aufrichtig ist, er freut sich über jeden Da'iya, über jeden Alim, der die Ummah nutzen bringt. Und er beneidet ihn nicht, sondern er hofft und wünscht von Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Gabe, alhamdulillah, andauernd bei diesen Ulama und diese Duat, damit sie die Ummah weiter nutzen können. Und hofft von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er von Allah sowas Ähnliches bekommt, um er auch einen Anteil an diesem Nutzen zu haben. Das ist ein reines Herz, liebe Geschwister. Wallahi, unsere Umma wird es so lange gut gehen, bis sie anfangen, untereinander sich zu beneiden. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. لقزنت الله صلى الله عليه وسلم فبيتت أنس أنس جيجن زايتك سو بنايدن والدس والعياد بالله سو حص سو فاينشافت فيرت welche die Umma auseinander nimmt, welche die Umma zerfrisst, welche die Umma a'udhu billah verderbt. Liebe Geschwister im Islam, solange wir von dieser Eigenschaft befreit sind, schützen wir unsere eigene Umma, schützen wir unsere Gesellschaft, denn der Neid ist ein Unheil, der die Umma vernichtet und zerstört. Dieser Neid zerstört die Umma. Wenn dieser Neid in die Umma gelangt, es wird die Umma verderben. Und es wird unsere Religion, unsere Überzeugung, unser Iman und unsere Männlichkeit und unsere guten Eigenschaften wegrasieren und löschen. Und ein reiner Muslim möchte niemals ein Grund dafür sein, dass die Umma kaputt geht, weil das eine gewaltige Verantwortung für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Der Neid heute hat sich weit ausgebreitet in einzelnen Personen, in Familien, unter den Geschäftsmännern dieser Umma, unter den Duat, so dass der Shaitan, wal'iyadu billah, es geschafft hat, durch Neid Familien auseinanderzureißen. Und ich will euch, liebe Geschwister, ein schönes Beispiel geben zum Nachdenken. Stellt euch eine große, gewaltige Eisenkette. Eine eiserne Kette besteht aus verschiedenen eisernen Ringen. Und diese Ringe sind aneinander gekettet, subhanallah, festgebunden. Eisen, ein Ring folgt dem nächsten, dann bildet man dadurch eine feste eiserne Kette, die unzerreißbar ist. Diese eiserne Ringe, liebe Geschwister, ist vergleichbar, ist das Gleichnis für eine Familie im Islam. Jede Familie im Islam ist wie ein eiserner Ring. Und viele Familien, die sich lieben vor Allah, sind verschiedene eiserne Ringe. Wenn man sie verbindet, hat man eine eiserne Kette und das ist die islamische Gesellschaft. Eine Familie im Islam ist vergleichbar mit einem Ziegel. Jede Familie ist ein Beispiel für ein Ziegel, womit man ein Haus baut. Mehrere Ziegel baut man ein Haus. Und genauso für jede Familie kann man eine islamische Gesellschaft bilden. Aber der Shaitan, a'udhu billahi min, hat die Umma wal'iyadu billah vernichtet durch diese Neid und hat die Umma auseinandergerissen. Das ist wie eine eiserne Kette, die zerrissen wurde. Oder ein Haus, das man Stein für Stein oder Ziegel für Ziegel zerstört hat. Und wenn du ein Mu'min bist, wenn du ein wahrer Mu'min bist, du möchtest nicht einen Teil daran haben. Jeder an uns muss an sich arbeiten, muss an seinem Herzen hineinschauen. Wallahi, ya Ikhwati, Wallahi al-Azim. Wenn jeder richtig in seinem Herzen hineinschaut und sieht, was er für Fehler hat, dann wird er keine Zeit haben, andere zu beneiden. Man wird keine Zeit haben, a'udhu billah, nach Fehler anderen zu suchen, sondern er wäre Tag und Nacht mit sich selber beschäftigt. Und Allahu a'lam, die Zeit dafür reichen würde, um sich zu verändern, bevor wir Allah treffen, subhanahu wa ta'ala. Ich erinnere euch an eine Ayah, wo Allah spricht über Ibrahim alayhi salam. Allah yaqul jalla wa ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. يوم القيامة, يوم القيامة am Tag des Gerichts, Tag der Angst, Tag des Bedauern, Tag der Abrechnung. An dem Tag wird es Überraschungen geben bei Allah subhanahu wa ta'ala für jeden, entweder gute oder schlechte. An dem Tag wird nur eins nutzen, liebe Geschwister, und nur diejenigen werden gerettet, welche ein reines Herz besitzen. Ein reines Herz, welches frei von Beigesellung, von Unglaube, von Hass, von Gräuel. Ein reines Herz, welches voll mit Liebe und Barmherzigkeit für die anderen, für die Muslime, für seine Brüder, für seine Geschwister. Ein Herz, welches voller Barmherzigkeit und Gnade ist, gefüllt mit Gnade und Barmherzigkeit und mit Liebe und das Gute wünschen für die anderen. Ein Herz, welches das, was er sich selber wünscht, andere wünscht. Ein Herz voller Glaube, voller Iman, voller Überzeugung, voller Gewissheit und Furcht und Taqwa vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Herz, welcher voller Iman strahlt, weißes Herz, frei von Groll, liebe Geschwister. Diese Herzen werden Yawm al-Qiyamah gerettet werden.
Die Menschen, die so ein Herz besitzen, können nicht andere beneiden. Das sind die, die gerettet werden, Yawm al-Qiyamah. Deshalb ist es wichtig, deswegen sage ich diese Warnung und Ermahnung an diejenigen, die ihre Geschwister beneiden im Islam. Derjenige, der die andere beneidet, ist vergleichbar mit jemandem, der Feuer zündet, um andere zu verbrennen, aber am Ende fällt er selber hinein und verbrennt sich selbst. Und das ist vergleichbar mit jemandem, der A'udhu Billah, der Stein auf andere wirft. Irgendwann mal wirft einer das Stein zurück und trifft es ihm ins Auge. Das heißt, der Neid, A'udhu Billah, zerfrisst sich und zerstört sich nur sich selbst. Deshalb, liebe Geschwister, lasst uns daran arbeiten, unsere Herzen davon zu befreien und unseren Geschwistern nicht zu beneiden. Aus dem Grund allein, dass Allah uns sieht, dass Allah auf unsere Herzen schaut, subhanahu wa ta'ala. Dafür müssen wir uns schämen, dass Allah hinausschaut und sieht, dass wir solche Eigenschaften besitzen in unseren Herzen. Das Licht Allah subhanahu wa ta'ala wird in unsere Herzen nicht gelangen, wird keinen Weg in unsere Herzen finden, solange diese Dunkelheit in unseren Herzen ist. Solange diese schlechten und tadelnswerten Eigenschaften in unseren Herzen drinnen, werden die guten Eigenschaften nicht einen Weg zu unseren Herzen finden. Das ist wie ein Grundstück, A'udhu Billah, der von Dürre betroffen ist. Überall liegen Steine oder Reste, A'udhu Billah, von Müll. Man kann nicht auf dieser Erde etwas bauen. Man kann nicht auf dieser Erde etwas sehen und erwartet man irgendwann mal Früchte. Sondern diese Erde muss bearbeitet werden, muss behandelt werden, muss weich gemacht werden, inshallah, um darin etwas sehen zu können, um irgendwann mal Früchte zu bekommen. Genauso unsere Herzen, liebe Geschwister, solange sie voll mit solchen hässlichen Eigenschaften, es ist schwierig, schwierig, den Iman dort, dass der Iman dort einen Weg dorthin findet, um dort verankert zu werden, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und ich beende, inshallah, Rabbil Alamin, diesen Vortrag mit dem schönen, wunderschönen Hadith des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, حينما قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه زنجميس sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam alles was den Muslim gehört ist haram für seinen Bruder den Muslim damit ist gemeint sein Blut ist haram sein Geld sein Besitz ist für ihn haram und seine Ehre ist für ihn haram. Was heißt es, sein Blut ist für ihn haram? Das bedeutet, der Muslim darf seinen Bruder nicht töten. Er darf ihn nicht verletzen, wal'iyadu billah. Was das Besitz betrifft, sein Geld betrifft, er darf nicht mit Gewalt, a'udhu billah, oder das Geld seines Bruders berauben, wal'iyadu billah, ohne seinen Willen. Oder indem er ihn betrügt, nas'alullah al-afwa wal'afiyah. Oder es behaupten, das Geld gehört ihm. Und das ist nur eine Behauptung, obwohl er weiß, dass das Geld seinem Bruder gehört im Islam. Dieses Geld ist für denjenigen, der es beraubt hat oder mit Gewalt genommen hat, ist haram und verboten für ihn, wal'iyadu billah. Und genauso ist seine Ehre für seinen Bruder verboten. Das heißt, er darf nicht über seinen Bruder lästern, über seine Ehre lästern, indem er, a'udhu billah, unter den Menschen Schlechtes über ihn verbreitet, wal'iyadu billah, und fängt üble Nachrede über ihn zu betreiben und Verleumdungen, wal'iyadu billah. Nas'allahu an yahfadhna subhanahu wa ta'ala. Und auch wenn dein Bruder beispielsweise einen Fehler hat im Islam, darfst du auch nicht weitergeben, weil es der Beweis dafür, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, alaihi wasallam, was ist Al-Ghiba, was ist üble Nachrede, daraufhin sagte er, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhikruka akhaka bima yakrah, das heißt, dass du über deinen Bruder redest in seiner Abwesenheit mit dem, was er hasst, das heißt, mit dem, was er hasst, wenn er anwesend wäre. Und dann sagt ein Sahaba, ja Rasulallah, was ist, wenn er wirklich so ist? Was ist was, das, was ich sage, wirklich in meinem Bruder ist? Dann sagt ihm, das, wenn das in deinem Bruder ist, was du gesagt hast, dann hast du üble Nachrede über ihn betrieben. Und wenn nicht, wal'iyadu billah, dann hast du ihnen gewaltigen Unrecht getan. Das ist Pflicht für den Muslim, seinen Bruder nicht zu schaden, seinen Bruder nicht zu töten, seinen Bruder nicht zu verletzen. Nicht über ihn üble Nachrede über ihn zu betreiben, nicht über ihn lügen. Und er muss ihn bedecken, inshallah, Rabbil Alamin, wenn er Fehler bei ihm sieht. Er muss ihm eine Nasiha geben, ganz allein, wenn er etwas Falsches von ihm sieht, inshallah, Rabbil Alamin. Und wenn er sieht, dass er auf dem falschen Weg ist, dass er versucht, ihn auf den geraden Weg zu bringen. Und wenn er sieht, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat,
unser akhaka zaliman aw mazlum und unterstütze deinen Bruder im Rechten und Unrechten. Haben Sahaba gesagt, radiyallahu anhum, ja Rasulallah, wenn er im Recht ist, das verstehen wir, aber wie sollen wir ihn unterstützen, wenn er im Unrecht ist? Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, indem er ihn von seiner Hand nimmt und versucht, ihn inshallah zu hindern, diesem Unrecht zu tun. Das ist unsere Religion, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Also das Blut deines Bruders haram, sein Geld ist für dich haram, indem du es im Unrecht nimmst. Und seine Ehre ist für dich haram, seine Familie ist für dich haram, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Du darfst all dem nicht schaden, all dem, was dein Bruder besitzt, nicht schaden, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Und wir dürfen uns nicht untereinander, wal'iyadu billah, beneiden, denn das ist ein Unrecht im Islam, wal'iyadu billah. Nas'allah subhanahu wa ta'ala, an yutahhira qulubana. وأن يصفي قلوبنا وأن نجعلنا نتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا على دينك وعلى الحق حتى نموت أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك